Hello guys, ganz kurzer Update hier. Dieses Video, man soll ja auch mal ab und zu positive Dinge verbreiten da draußen in der Welt. Es gibt genügend Menschen, die negative Dinge verbreiten. Hier mein Trade, der beste Trade oder ja, der beste Trade des Monats sozusagen, Januar oder des Jahres bis dato. Dieser Bitcoin-Trade und zwar hat mich das so genervt, diese Gebührenexplosion über Coinbase, wo ich ja früher immer so ein paar Bitcoins hatte, immer. Und da habe ich ja sozusagen jetzt nicht mehr so viel und ich finde das einfach eine Frechheit, wenn man da halt mal was verkauft oder kauft, sagen wir mal. Und dann einfach irgendwie da so 20 € Gebühr oder sowas aufgedrückt bekommt. Also das wird sich wahrscheinlich auch nicht verbessern, in der Zukunft eher noch verschlimmern. Und da wollen die halt letztendlich ja wahrscheinlich auch Leute davon abhalten, über diese erhöhten Gebühren, dass man halt über Coinbase ja, Bitcoin kauft oder verkauft. Ich weiß es nicht, was dahinter steckt. Als nächstes kommen dann wahrscheinlich noch Sondersteuern. Also nichtsdestotrotz habe ich halt hier mir gedacht, okay, bei Coinbase bin ich jetzt nicht mehr so stark engagiert, wie ich es mal war. Was lässt sich denn jetzt hier sozusagen auch über die Börse? Mittlerweile gibt es ja genügend Instrumente, wo man jetzt sozusagen auch mit in Bitcoin einsteigen kann. Und habe ich eben diesen, ja, dieses Instrument hier gefunden, ja, diese Aktie sozusagen. Bitcoin Group SE und ja, long story short, als wir hier den Dip hatten, also quasi diese, ja, von Lagarde, ja, Bitcoin wird verboten und all dieser Schrott, und da habe ich mir schon gedacht, okay, jetzt ist vielleicht sogar die letzte Chance, nochmal bei Bitcoin mit einzusteigen, bevor es dann komplett abzieht nach oben. Und das war so ein geiler Trade. Ich sag's euch, Leute, ich habe hier eine Kauforder, ein sozusagen Abstauberlimit eingesetzt gehabt. Ja, das war hier irgendwo bei 50 oder sowas, keine Ahnung. Und ich kann es euch ja ganz genau sagen, mal bei, ja, war das, nee, bei 46 oder so. Auf jeden Fall, es war halt so, dass ich noch am selben Tag. Ja, also ich habe da für 2.000 €, also bei Bitcoin bin ich immer mit den Summen ein bisschen vorsichtig, also sagen wir mal, da nehme ich halt nur so Spielgeld her, ja, also keine größeren Summen, was mich jetzt ein bisschen ärgert im Nachhinein natürlich, weil es so gut gelaufen ist und so gut, also es war tatsächlich so, dass ich sozusagen ein Abstauberlimit hatte, irgendwo bei 46 € oder ich weiß es nicht mehr genau, und noch am selben Tag war ich wieder im Plus mit der Position von 10%, also ich habe, das war so. Es war halt ein Zufall oder Glück oder whatever, ja. Aber ich habe mir halt einfach den Chart angeschaut, habe mir gesagt, naja, hier und hier, das könnten so abgesehen davon, bei diesen ganzen Bitcoin-Geschichten funktioniert die Charttechnik besser wie bei jeder anderen Aktie, ja. Also das ist mir aufgefallen in den letzten Jahren schon immer wieder. Deswegen halt hier mal mit diesem Abstauberlimit gearbeitet, ne. Und dann bin ich, also hier habe ich sozusagen als Kriterium habe ich hier diese Phase hier, dieses kleine, ja, diese kleine Konsolidierungsphase hier nach diesem Anstieg hierher genommen, also zwischen 40 und 50 €. Hat genau funktioniert, war noch am selben Tag wieder im Plus, ja, ultra geil. Und bin jetzt sozusagen fast, warte mal kurz, wie viel? 48%, heute auch schon wieder 5% drauf. 48% im Plus. Long story short, über 1.000 € heute, Stand heute im Buchgewinn. Ja? Mit knapp über 2.000 € bin ich rein. Und die ganze Position ist jetzt über 3.000 € wert. Also definitiv mein geilster Trade. Jetzt sage ich mir natürlich, ja, hätte ich doch statt 2.000 € 20 eingesetzt. Ne? Hätte ich jetzt 10.000 € gewinnen, ja? Buchgewinn. Aber so ist es halt, ne? Habe ja auch noch eine ganze Menge andere Investitionen. Also von daher, ja, ist gut gelaufen. War ein guter Trade, hat Spaß gemacht. Und
Und ich denke mal, es hat auch nur so gut funktioniert, weil ich eben mit so einer kleinen Summe rein bin. Wäre ich mit 20.000 rein, ist es für mich schon wieder eine andere Summe, ja, psychologisch oder was ganz anderes. Vielleicht wäre ich schon wieder ausgestiegen, ja. Also das ist immer das Problem. Psychologie ist eben alles, ja, im Leben und an der Börse auf jeden Fall umso mehr, ja. Also gut, vielleicht bin ich ja irgendwann mal auf so einem Level, wo ich sage, naja, ich mache solche Trades mit 100.000 Euro, ja, und mache einfach mal in 2 Wochen 50%. Aber ich glaube, da bin ich einfach noch weit von entfernt, glaube ich, ja. Da bräuchte ich, glaube ich, ein Kapital von insgesamt, sagen wir mal, 10 oder 20 Millionen. Und da bin ich leider noch nicht, ja. Und um dann sozusagen so 100.000 Euro Trades zu machen. Also ich mache solche Trades halt immer nur ganz gerne nach Möglichkeit mit weniger als 5%, also mit 1% oder vielleicht sogar noch weniger oder mit 2% meiner Depotgröße, ja, und auf gar keinen Fall mehr. Und dann kann man halt einfach ganz locker und flockig da solche Sachen machen, ohne dass man halt groß irgendwie ja, sich Sorgen machen muss, ja, und dann funktioniert es halt meistens auch. Das ist halt immer das Zusammenspiel zwischen Technik, Zahlen, Daten, Fakten und dem Kopf. Ja. Okay, das soll es gewesen sein. Bitcoin, nehmen wir an, ist auch noch so schnell nicht tot, ja, auf gar keinen Fall. Bitcoin Group, SEON, ja. Mein Gott, ist halt, ich habe mir da auch nicht groß drum. Ich wollte nur ganz schnell ein Substitut finden zur Coinbase und habe halt dann einfach Bitcoin schnell gemacht. Dieses Group, Bitcoin Group, habe mich da jetzt auch nicht weiter groß eingelesen. Ich bin auch ganz ehrlich nicht der Bitcoin-Experte oder Kryptowährungen-Experte und habe es auch nicht vor zu werden. Ja, also ich habe wirklich andere Themen, mit denen ich mich beschäftigen muss den ganzen Tag, wo ich mein Geld mit verdiene. Ich wollte einfach nur mit dabei sein. Ja, ich wollte einfach nur sozusagen, weil ich schon ziemlich davon überzeugt bin, dass Bitcoin irgendwann mal 1 Million Euro wert sein könnte. Und dann wäre diese Position, ich würde mal sagen, wahrscheinlich, also wenn Bitcoin auf 100.000 steigt, ist wahrscheinlich diese Position ungefähr bei 100 oder sowas, nehme ich mal an. Und wenn es auf 1 Million steigt, wäre diese Position auf 1.000, ja. Ja, dann hätte ich halt bei 100, hätte ich dann, sagen wir mal, 3.000 Euro verdient. Und wenn es halt auf 1 Million geht, Bitcoin, und wir sind hier auf 1.000, dann nochmal eine Null dranhängen, ja. Aber also so reich bin ich ja nicht geworden dadurch, aber man hat halt auch ein bisschen mitgespielt, ja, bei diesem ganzen Bitcoin-Hype. Also, ja, so viel zum Thema Bitcoin und meinem dem besten Trade des Monats oder ja, was ich halt so in den letzten paar Wochen hatte. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Haltet die Ohren steif und immer vorsichtig sein, ja, und immer nur kleine Mengen in sowas investieren, ja, 1 bis 2% von der Depotgröße, ja. Also wenn dein Depot nur 20.000 groß ist, dann machst du sowas einfach am besten gar nicht. Oder halt nur mit 200 Euro oder sowas, ne? Okay, also bis zum nächsten Mal.